Hallo zusammen aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, Plenum Tag 2. Heute darf ich auch wieder sprechen und zwar zu einem Tagesordnungspunkt, der kein Antrag ist, sondern eine große Anfrage der Sozialdemokraten zum Thema hat. Und zwar hat die SPD in der Tat eine sehr große Anfrage gestellt, beziehungsweise es wurden ganz viele Daten erhoben, um diese Anfrage zu beantworten. Es geht um die Belastung der Eltern für den Kindergartenbeitrag. Das ist sehr unterschiedlich in der Tat, je nach Kommune. Also man kann Glück haben, man lebt irgendwo, wo man mehr oder weniger gar nichts für einen Kindergartenplatz bezahlen muss oder in Düsseldorf tatsächlich ab dem dritten Lebensjahr gar nichts. Und man kann aber auch Pech haben, man lebt in Lage, Euskirchen oder auch Köln, wo die Beiträge, die die Eltern selber dazu steuern müssen, sehr hoch sind. Die SPD möchte das natürlich vermutlich zum Anlass nehmen, wieder die soziale Ungerechtigkeit zu entlarven und anzuprangern und sich jetzt als der Retter der Familien aufzuspielen. Aber das sind sie in der Tat nicht. Und das werde ich in meiner Rede deutlich zur Sprache bringen. Denn es gibt nur eine Familienpartei und das ist auf jeden Fall die AfD. Diese große Anfrage der SPD ist tatsächlich groß, ein ganzer Leitsordner voll von Tabellen. Allerdings leider auch nicht viel mehr, weder in der Fragestellung noch entsprechend in der Antwort. Gleichzeitig frage ich mich, was will die SPD mit diesem Boost von Zahlen bewirken? Natürlich das, worum es immer geht, einen weiteren Beleg dafür schaffen, wie ungerecht doch alles ist. Und ja, in der Tat, es ist nicht für alle gleich und manchmal ist es ungerecht. Vor allem der eigene Wohnort entscheidet darüber, wie sehr die Ganztagsbetreuung meiner Kinder den eigenen Geldbeutel schröpft. Sicher kann man darüber sprechen, ob das gerecht ist und ob es überhaupt Sinn macht, Einkommen von bis zu 20.000 Euro im Jahr brutto mit einem Kindergartenbeitrag zu belasten. Beispielsweise nach Abschluss meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellten habe ich am Niederrhein gerade mal 1.500 Euro brutto als Berufsanfängerin verdient. Stellen wir uns mal vor, ich wäre damals schwanger geworden, hätte das Kind bekommen, vielleicht auch noch alleinerziehend. Dann hätte ich mit einem Jahresbrutto von 18.000 Euro dagestanden. Und ob ich dann noch im Monat 20 Euro für den Kindergarten berappen muss, um meinen Beruf auszuüben, um vielleicht das Gelernte nicht direkt zu vergessen und den Anschluss nicht zu versäumen, das ist dann schon nicht unentscheidend, weil bei 1.500 Euro brutto sind mir damals 1.000 Euro netto geblieben. Übrigens auch eine schreiende Ungerechtigkeit, dass bei so einem geringen Einkommen fast ein Drittel abgeführt werden muss. Wenn ich dann von diesen 1.000 Euro Miete, Strom etc. bezahlen muss, dann sind natürlich die 20 Euro für den Kindergarten ja oder nein schon nicht irrelevant, weil es dann die Frage ist, kann ich vielleicht mit meinem Kind auch mal in die Eisdiele gehen oder nicht? Und dann muss man sich auch noch wieder fragen, wenn man dann andere Mütter sieht, die vielleicht gar nicht berufstätig sind und von Transferleistungen leben, die keinen Beitrag zahlen müssen. Und da muss ich mich doch fragen, entspricht das dem Grundsatz, Leistung muss sich wieder lohnen? Oder wäre dieser jungen Mutter gegebenenfalls nicht sogar eher damit geholfen, ihren Beruf kurzfristig mal für ein paar Jahre an den Nagel zu hängen, ihre schlecht bezahlte Tätigkeit und selbst ihr Kind großzuziehen? Selbst wenn man die unterschiedlichen Beiträge der unterschiedlichen Kommunen betrachtet, sind sie doch nicht aussagekräftig. Es wurde ja gerade auch schon mal angedeutet, sämtliche Beiträge und Abgaben sind in den Kommunen unterschiedlich. Das ist ja jetzt nicht nur der Kindergartenbeitrag. Das sind kommunale Steuern, die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen, die gänzliche Infrastruktur, Abgaben für Wasser, Abfälle, Mieten. Ja, es ist überall unterschiedlich und ja, wenn man genau nimmt, ist es vielleicht ungerecht, wenn ich in der teureren Kommune lebe. Und was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Familien in vielerlei Hinsicht überproportional belastet werden. Zum Beispiel auch die künstlich erhöhten Strompreise durch die unsägliche Energiewende treffen eine mehrköpfige Familie natürlich sehr viel härter als den Single-Haushalt. Oder auch, dass Familien das Nachsehen in der Altersvorsorge haben. Sie haben auch das Nachsehen auf dem Wohnungsmarkt. Und viele Verbrauchsgüter junger Eltern sind immer noch mit 19% Umsatzsteuer belastet. Und da hört man nie einen Aufschrei von der SPD, die ja gerade sich so glühend für die Familie stark machen wollte. Und ja, Familien sind der Lastesel der Gesellschaft und das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und das muss sich auch ändern. Und wir werden das auch eines Tages ändern.